So, der Pad, der bei der PS4 Pro dabei war, hat keine Macken oder sonst was, aber die L2-Taste übernimmt die Funktion von Steuerkreuz nach oben und Analogstick nach oben, komischerweise. Und das seit 3 Tagen. So, normal passiert, dass er nach oben drücken, wenn man logischerweise nach oben drückt oder den Stick dementsprechend bewegt. Aber dieser Pad macht die nach oben Bewegung, auch wenn man das drückt. Aber nur das, und Spielen ist damit unmöglich, weil die Figur dann anfängt einfach zu laufen beim Zielen oder andere Aktionen dann ausführt, die normal mit der Taste oder der Taste belegt sind. So, jetzt bin ich gerade bei Expert gewesen. Ich habe die Pro ja im November gekauft gehabt und die hatte ich ja dort schon umgetauscht, weil sie halt so laut war. Und die jetzige ist super leise. Und der Pad, wie gerade zu sehen, hat ja dieses Problem plötzlich gehabt mit dem linken Trigger. Und habe dort angerufen und die haben mir den direkt 1 zu 1 ausgetauscht gegen einen neu verpackten. So, und dann hoffen wir mal, dass der jetzt vernünftig funktioniert. So, dann werden wir den jetzt mal öffnen. So. Das habe ich gerade schon mal vorbereitet und aufgeschnitten. So, dann war das gute Stück. Der neue 2016er DualShock. So, dann wollen wir mal schauen. Stöpseln wir ihn mal an. Schalten erst die Konsole an. Die war im Ruhemodus und hat in der Zeit mal Titanfall 2 geladen. Ist zwar ein bisschen Werbung, aber das Spiel ist jetzt für 30 € als Deluxe-Version im Store zu haben. So, also leuchten tut er. Erkannt wird er auch. Jetzt gehen wir direkt mal gucken. Normal war es ja immer. So. So ist normal. So ist normal. So, und theoretisch hat der andere schon, wenn ich die Taste jetzt gedrückt habe, das Bild bewegt und das macht er nicht mehr. Also die Taste funktioniert jetzt, wie sie soll und hat ihre eigentliche Funktion. So, bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden und ich hoffe, das war eine Ausnahme.